Aber das war ja gar nicht mal so übel. Ja, Piotr, wo hast du so gut Gitarre gelernt? Ja, Warschau. Warschau. Und du? Breslau. Stefko? Breslau. Was ist das? Bohrer. Was? Akkubohrer. Neues Format. Akkubohrer? Ja. Zwei Akkus. Und du? Jalek? Eppe. Eppe. Ja. Okay, ich würde sagen, die Frage ist beantwortet. Neue Improviser in Residence 2023 sind Stepko, Piotr und Balek aus Neukirchenflühen, Duisburg und Mörs. Und ihr seid befreit ab sofort von der Renovierung dieser Hütte hier, in der kleinen Allee 10. Schade. Könnt ihr andere Dinge tun, ein Jahr lang. Schön, dass ihr da seid. Die Anreise war ja nicht. Nein, das Angebot nehmen wir an. Aufräumen müsst ihr schon noch selber jetzt hier. Das war wirklich frustrierend heute Morgen. Also zu versuchen, irgendwelche Sachen gerade aufzuhängen und so. Also hier ein heilloses Durcheinander hinterlassen. Tja. Gibt's Fragen? Ist noch etwas nicht beantwortet. Wollte vielleicht für das schnelle Foto die Presse in den Nurses mal extrem ungeduldig. Vor der Zeit sein, vielleicht etwas zusammenrücken. Wir stellen uns mal hier. Sollen wir uns hinstellen oder nee, hinbleiben? Ja. Alles von mir. Los, ist gut. Okay. Ja, aber vielleicht... Setz dich auf den Ernten. Ja. Ja. Ich stehe ist noch besser. Ich kann mich ja klein machen. Aber vielleicht einmal die Gitarre nehmen und einmal, was man dann eben was gehört hat. Akkubohrer. Neue Variante. Oder sowas? Ja. Und das iPad, ne? Das haben wir aber auch nicht vergessen. Achso, Entschuldigung. Und jetzt noch einmal vielleicht. Einmal vielleicht in die Ecke hier gucken, das wäre auch ganz gut, weil wir kommen hier nicht weg. Danke. Wir haben ja auch offizielle Vertreterin der Stadt Mörster, die wir begrüßen würden. Wir noch einmal das Foto da. Natürlich. Sagen Sie vielleicht die Wahrheit. Ne? Ja, genau. Das Pressefoto aber, ne? Ja. Okay. 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 Dann sagen wir kurz die Wahrheit. Ne? Also nicht Schöpko, Piotr und Walek. Also das ist das Kollektiv Recursion. Viele von Ihnen, von euch werden das schon kennen, von den diesjährigen Festivals und auch aus den letzten Jahren. Christopher Retz. iPad, Elektronik, Programmierung, Hacking, Code, was weiß ich, also da muss uns nachher selber was zu erzählen. Jan Krause, das ist unschwer zu erkennen, elektrisch fixiert, Gitarre. Und Steven Koch, an Dingen, die du uns dann auch am besten selbst erklären musst. Genau, Recursion, willkommen und danke an David und auch an Tomika in Absenz, die heute mit zu Dorf, glaube ich, spielt in Dortmund, dass wir hier die Bude einmal verwüsten durften zum Jahreswechsel. Wir räumen auch alles wieder auf, ich will sie alright after. genau, ja. Gibt es erstmal Fragen oder sollen wir erstmal die offizielle Begrüßung durch?
VertreterInnen der Stadt. Ja. Ja. Wir haben Claudia extra gesagt, dass sie nichts sagen muss. Genau. Und jetzt alle auf die Zeit. Wir sind auch so ein Kollektiv, was ich auch nicht so gut abspricht. Nee, gar nicht. Wir improvisieren auch. Das ist kein Problem. Ich kann es trotzdem mehr machen. Ja, ich freue mich sowohl als stellvertretende Bürgermeisterin, als auch stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Mörs Kultur GmbH, dass wir ja einen neuen, beziehungsweise in dem Fall muss man ja wirklich sagen, drei neue Improviser in Residenz hier haben im 2023. Ja, ich bin gespannt. Ich sag mal, nach dem kurzen Eindruck, den wir gerade gewinnen konnten, glaube ich, wird das auch wieder ja, spannend, wieder ganz was anderes als das, was wir mit Tomica hatten. Und von daher freue ich mich einfach, heiße euch herzlich in Mörs willkommen und ja, freue mich auf eine wunderbare Zeit. Ja, danke schön. Tja, Santiago, jetzt musst du improvisieren. Das sind alle einmal. Nee, alles. Ich freue mich auch unheimlich. Gerade vor einer Stunde, weniger als einer Stunde, habe ich über euch mit anderen, jemand anderen gesprochen. Ich hatte sowieso Lust, euch kennenzulernen. Insofern lustige Zufälle passieren. Ich freue mich, herzlich willkommen und auf eine gute Arbeit im nächsten Jahr. Ja, danke. Für die, die Santiago noch nicht kennen, Santiago Gomez, Leiter des Kulturbüros der Stadt Mörs. Auch ganz, noch nicht ganz neu, aber seit ein paar Monaten in Mörs und sehr, sehr umtriebig. Und ja, sollen wir erst eine kurze Fragerunde? Ich würde die gerade gleich auch bitten, nochmal was zu spielen. Ein kurzes Minuet. Aber vielleicht vorher einmal eine kurze Frage. Falls Fragen überhaupt sind. Sie kriegen im Nachgang eine Pressemitteilung mit Pressematerial, also Infos zu Vikagen und auch zu den dreien. Sende ich Ihnen per E-Mail, falls Sie noch nicht im Verteiler sind von presse@mörs-bestegel.de, habe ich auch noch ein paar Kärtchen, dass Sie dann mir einmal schreiben können, dann nehme ich sie gleich mit rein, dann kriegen Sie die E-Mail mit einem Material auf. Ich habe aber ein paar Printout dabei, also Blätter, Papier, falls das jemand mitnehmen möchte. Ich kann nochmal global sagen, der Improviser in Residence oder die Einrichtung des Improviser in Residence wird jetzt seit 15 Jahren gefördert durch die Kunststiftung NRW. Begonnen hat alles 2008 mit Angelika Misch hier, auch in diesem Gebäude, fast in den Möbeln. Und seitdem hatten wir wirklich ein sehr weites Spektrum an improvisierenden Musikern aus. Es begann auch erstmal relativ lokal, Deutschland, Köln und so weiter, bevor es dann auch international wurde. Wir haben das in den letzten 4 Jahren nicht übertrieben. War, glaube ich, gut, mit Leuten aus USA, mit aus Brasilien, aus Mexiko, die wirklich für ein Jahr hier residierten. Und eben jeder Improviser, jede Improviserin, gibt es ja alles gar nicht, diese Worte, hat, glaube ich, diesem Residenzjahr seinen eigenen oder ihren eigenen Stempel aufgedrückt. Es ist auch immer männlich-weiblich im Wechsel. Das hat Rainer Michalke, mein Vorgänger, damals so entwickelt. Das finde ich auch einfach ein tolles Format und weiter unterstützenswert. Das tut ja die Kunststiftung, das tut auch die Stadt Mörs. Und so wird das Ganze getragen über das ganze Jahr. Die Idee des Improvisers, oder wir können auch sagen des Stadtmusikers, der Stadtmusikerin, ist nach wie vor die, auf der einen Seite die Idee des Mörs Festivals, das ganze Jahr unterjährig in die Stadt zu tragen. Das kann jeder auf seine eigene Weise tun. Und die andere Hälfte dieser Residenz ist so eine Art Stipendium. Die Leute müssen nicht selber gucken, dass sie ihre Miete zusammenbekommen oder ihre Projekte selbst finanzieren, sondern es ist einfach eben Geld da. Es gibt einen Grundlohn, es gibt Budgets für Gäste, es gibt Budgets für Technik. Wir vom Festival begleiten das sehr eng und unterstützen in Pressearbeit, in Planung, in Herstellung von Kontakten. Genau, wir freuen uns über die neue Konstellation. Also das ist gleich ein Triple-Wurms, kann man wohl sagen, ist. Und es passt uns auch ganz gut in den Kram, weil wir als Mörs Festival versuchen, die Tür in Richtung junges Publikum, junge Leute seit Jahren durch verschiedene Formate und Angebote weiter zu öffnen. Ich glaube, da haben wir auch jetzt einen guten Anpack, um da zusammen
ein paar schöne Aktionen zu machen. Aber vielleicht wollt ihr auch selbst was erzählen? Ich darf erzählen wahrscheinlich. Ja, immer, ne? Ja, also erstmal danke ans Mörs Festival, an Tim, Jean-Marie und so fürs Vertrauen. Wie vielleicht alle hier im Raum sich denken können, sind wir jetzt im Vergleich zu einer Atomica Reed oder so beispielsweise jetzt noch nicht die Big Names in der Szene. Deshalb freuen wir uns umso mehr über die Möglichkeit. Ja, wir haben uns ja eigentlich, haben uns vor 3 Jahren eigentlich gegründet mit der Idee, dass wir einfach auch, eigentlich wollten wir einfach selber improvisierte Musik auf die Bühne bringen, aber uns natürlich keiner einladen wollte, weil uns noch niemand kannte, haben wir einfach selber Veranstaltungen gemacht. Und das ist so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus Leichtsinn und Mut, der uns irgendwie antreibt. Und seitdem haben wir ganz viele Aktionen hier in Mörs gemacht. Kulturbüro Mörs zum Beispiel, ganz tolle Zusammenarbeiten gehabt im Schlosstheater, aber auch eben natürlich auch im Mörs Festival. Und eigentlich versuchen wir eben ein bisschen so einen interdisziplinären Gedanken hier reinzubringen und junges Publikum zu gewinnen. Also wir wollen uns eben nicht nur auf die Musik fokussieren, sondern eben auf gesamtheitliche Kunstaktionen, wovon auch immer unsere Aktionen, Veranstaltungen, was auch immer es sein mag, wie man es nennen mag, immer geprägt sind. Also wir wollen eben irgendwie das Öffnen für alle Kunstformen, für alle Formen von Publikum. Und wir wollen natürlich auch, weil wir natürlich ein bisschen auch schon vernetzt sind in Mörs, Duisburg und der Umgebung, wollen das natürlich ausnutzen, um hier auch sowas wie eine Art Szene auch entstehen lassen zu können. Weil das haben wir dann auch in unserer gut 3-jährigen Arbeit zusammen dann auch erfahren, dass es eben ein bisschen auch mangelt an jungen Leuten, die hier in der Umgebung Sachen machen oder Musik machen oder Kunst machen, was auch immer. Die meisten Leute wandern eben dann schnell nach Köln und nach Berlin ab und wir wollen eben zeigen, dass man auch in der Provinz, ich weiß nicht, das ist keine Provinz, aber ich bin der Duisburger, deshalb bin ich nur das Provinz, das ist hier auch, das ist auch hier eben tolle Spanier. Nein, aber genau. Nein, aber deswegen ist klar, wir wollen eben zeigen, dass auch vor Ort tolle Dinge geschehen können, Leute Mut zu sprechen, Leute irgendwie dazu animieren, selber Sachen anzupacken. Weil so kann es nur funktionieren. Man kann eben in der heutigen Kunst-Kulturszene, man kann leider nicht mehr, ist leider eigentlich auch schön, man kann eben nicht nur zu Hause sitzen und warten, bis dann jemand anruft, sondern muss irgendwie selber Initiative ergreifen und dann irgendwann wird es Früchte tragen. Hoffentlich. Ich habe noch Fragen. Tim, der Zeitpunkt für den neuen Improviser, die neuen Improviser, ist ja ungewöhnlich, ne? So als Weihnachtsgeschenk. Das hängt mit dem Stipendium zusammen? Nicht wirklich. Es hängt einfach mit den terminlichen Verfügbarkeiten der scheidenden Improviser und der jetzt übernehmenden Improviser zusammen. Also doch. Und dann natürlich beginnt dieses, also ganz formal, dieses Abrechnungsjahr mit der Kunststiftung ist einfach eben das Geschäftsjahr, also das Kalenderjahr. Ah, okay. Das läuft antizyklisch dem Festivaljahr, das ja in der Mitte ungefähr das Festival hat. Insofern haben wir eigentlich immer im Januar oder im Dezember die Übergabe gemacht. Diesmal ist es eben so, dass wir heute die Pressekonferenz oder die Vorstellung machen. Pressekonferenz ist ein großes Wort. Und am 22. Januar gibt es das Übergabekonzert, dann wird Tomica nochmal extra nach Mörs kommen. Ah, ja. Okay. Sonntag, 22. Januar, 19 Uhr. Ort wird noch bekannt gegeben. Das muss man nochmal überlegen. Wir haben einfach so wenig Ideen. vielleicht könnt ihr uns da auch helfen. Ja, von uns kommt ja auch nicht so viel von Ihnen. Aber da werden wir dann Tomica noch ein letztes Mal in Mörs sehen und dann direkt eben in einem Doppelkonzert mit Recursion. Genau, da freuen wir uns schon. Dann dieses ganze Winterloch drauf. Das ist das erste Mal, dass es 3 sind, ne? Oder gab es das schon mal? Nee, also unser Rekord waren bis jetzt 2. auffällig, und das kann uns auch böse ausgelegt werden, ist, dass es immer im männlichen Jahr ist. Da habe ich auch Bauchschmerzen. Nein, wir hatten uns gewünscht, dass ihr auch paritätisch besetzt seid. Das könnte er in diesem Jahr vielleicht noch.
als Kollektiv, ihr könnt ihr euch auch erweitern. Nein, also Kevin und Matt 2021 waren, das war das erste Mal, dass es eben zwei waren. Also Kevin Scheer und Matt Motel. Genau, Tommy kam dann dieses Jahr solo da. Das mit dem Doppel in 2021 hatte damit zu tun, dass wir wirklich auch das 50. Jubiläum in dem Jahr gefeiert haben und da dann einfach nochmal extra mehr Power uns von versprochen haben. Das haben die beiden auch, glaube ich, super gemacht. Genau, und jetzt geht es uns wirklich darum zu zeigen, was